Jo, einen wunderschönen guten Tag. Da ist er mal wieder. Bin jetzt mal umgezogen zum Hausgewässer. Mal gucken, was wir hier so rauszaubern können. Ja, Wasser ist warm, Seerosen sind oben, Schilf wächst gut, Ukels sind am Leichen. Hab also ein paar Ukels gesenkt bekommen. Stippen war hier überhaupt nichts zu machen, also beobachtet und dann halt zu plätschern hören am Ufer. Hab mir jetzt so, sag mal, so 20 Stück gesenkt, hab auch gleich sortiert, große, mittel. Die Kleinen sind alle wieder gleich schwimmen gegangen. Und nun werde ich das mal hier an meinem Haussee auf Aal probieren. Also Montage ist wie immer Anti-Tangle, 80er, 90er Vorfach und Haken ran. Und dann einmal in 6 Meter Tiefe und einmal in 8 Meter Tiefe versenkt, sag ich mal, rausgeschmissen. Also meine Erfahrung hat hier die Jahre über gezeigt, dass tagsüber definitiv, wenn Aal beißt, nur im Tiefen. Ich werde auch mal probieren, nachts dann mal eine ufernah, eine weit draußen. Vielleicht auch mal eine nur Köderfisch, eine nur mit Tauwurm. Das entscheide ich dann aber spontan, wie ich das mache. Ich habe ja immer alles bei. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was die Brandenburger Tiefsee so hergibt. Ja, Wetter ist ja ein schön wechselhaft, muss ich sagen. So wie die Wetterprognose ist, hier Witter. Ständiger drehender Wind. Luftdruckschwankungen. Also kann ich mir vorstellen, wird nicht einfach. Aber wir lassen uns, oder ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, aufgebaut ist alle. Ich habe heute auch keinen Rodpot bei, ich habe heute nur Bandsticks bei, weil das Wasser doch noch ziemlich hoch steht. Ist auch gut so, dann können wenigstens die Fische auch anständig ableichen. Also die Plätzen haben abgeleicht, die Rotfedern haben abgeleicht. Die Ukels sind jetzt bei. Also bin ich, sag ich mal, vorsichtig optimistisch. Aber ihr werdet ja dann hoffentlich sehen, wenn ich vor der Matte liege. Wird schwierig mit der Aufnahme. Ich muss sehen, wie ich das dann mit dem Stativ mache. Wenn ich einen Biss habe, wird dann wahrscheinlich nicht die beste Qualität werden, wenn man alleine ist. Aber wir lassen uns überraschen. Gut, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß in der Hoffnung, dass wir uns vor der Matte sehen. Und dann bis nachher, wa? Gut, tschüss, tschüss. Also Haumtaucher ist es nicht. Dann bin ich aber gespannt. Sitzt. Scheint auch etwas größere zu sein. Schwer. Also richtig was Schönes. Also fühlt sich wie Aal an, aber ein richtiger.
rüberführen. Nicht, dass er an den Seerosen hängen bleibt. Eine richtige Rakete, Jungs. Aber eine richtige, ich sehe ihn schon. Alter Falter. Jawohl. Alter, es hat mir weh. Also ihr werdet ihn gleich sehen. Ihr habt es ja gesehen gerade. Ich sag mal, dafür lohnt sich jede Minute, jede Stunde und jeder Tag am Wasser. Ich versuche ihn euch jetzt mal zu zeigen, indem ich ihn anhebe. Also die Abhackmatte ist 1 Meter. Da ist nicht mehr viel Platz. Also das ist ein Brandenburger Tiefseeaal, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt musst du aufpassen, weil der tut richtig weh, wenn er beißt. Also, wie gesagt, dafür lohnt sich wirklich jede Stunde. Mal gucken, ob er sich ein bisschen beruhigt hat. Also das wird schwer, ihn zu halten, sage ich euch gleich. Wie gesagt, der ist noch ein bisschen sauer. Wie gesagt, ich zeige ihn euch gleich. Es dauert jetzt, wie gesagt, er muss sich beruhigen. Also von die Schnauze will ich auch nicht gebissen werden, sage ich euch ganz ehrlich. Gott sei Dank tagsüber gebissen und nicht in der Nacht, weil dann hätte ich definitiv ein Problem gehabt. So, Leute. Da ist er. Wie gesagt, es ist ein absoluter Rakete. Ich zeige ihn euch jetzt gleich noch meine Abhackmatte, weil den kriegst du so nicht gehalten. Überhaupt nicht. So, hier ist er. Also eine richtige Maschine. Da ist er. Wie gesagt, ein richtiges Gerät. Da habe ich lange drauf gewartet. Geil. Da ist er.
Was ist denn los, Junge? Weil die Großen sind eigentlich immer sehr vorsichtig. Aber jetzt fängt er wieder an. Jetzt. Wie gesagt, hier kann ich mir genug Zeit lassen. Hier sind keine Hindernisse im Wasser. Das sieht schon sehr gut aus. Ich sage immer, man versaut sich viele Fische, weil man zu früh anhaut. Bei großen Köderfischen lieber ein bisschen länger warten. Die Zeit sollte man sich nehmen. Ihr könnt euch ja noch an letztes Jahr erinnern, wo er mir abgegangen ist. Da war ich zu schnell. Deswegen lieber ein bisschen länger warten. Weil es sind auch so eine Bisse, wo man nicht so viel mit anfangen kann. Wo ich relativ lange warten muss, bis ich überhaupt entscheiden kann, dass ich anhauen kann. Aber gut, wir haben ja Zeit. Aber Wasser hat eine angenehme Temperatur. Ich werde nachher, glaube ich, mal einen Freischwimmer machen. Was steht jetzt? Macht gar nichts. Meistens bleiben sie auch liegen und dann machen sie ja nichts und dann schlucken sie erst. Weil wie gesagt, das kann auch manchmal sein, dass sie wirklich mit den Köder auch nur spielen. Und dann haut man in Leere. Sehr vorsichtig. Jetzt scheint er aktiver zu werden. So gefällt mir. So läuft normalerweise Aal. Komischerweise immer tagsüber, warum die nachts nicht aktiv sind. Habe ich aktuell bei der Wetterlage auch noch nie rausgekriegt. Aber es ist mir für mich nicht nachvollziehbar, sagen wir mal so. Ja, ich weiß, es dauert euch alle zu lange. Aber sicher ist sicher. Sag mal, wenn man so Stunden auf so einen Biss wartet, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen und ihm die Zeit auch geben, dem Fisch. Ich weiß, schwellt fair, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber gut.
Ja, jetzt sind die Bisse, die mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kein kontinuierliches Ziehen. Das ist einfach nur mal, ja, ich habe jetzt Bock mal 30 cm weiter zu laufen, mehr ist das nicht. Ja, was soll man da machen? Naja, wenn er jetzt noch mal zieht, dann Risiko. Na gut, dann gucken wir nach. Auf jeden Fall scheint vergrannt zu sein. Scheint noch größer zu sein wieder. Ja, das war größere wieder. Problem ist wieder. Seerosen, immer keine gute Kombination. Walli, ein kleiner. Verhaftet. Das ist der erste dieses Jahr. Ich zeige ihn euch gleich. Tja, sag mal. War doch eine gute Idee, ein bisschen länger zu warten, weil der hat wirklich nur vorne in der Zahnreihe gehangen. Also hätte ich früher angehauen, wäre er bestimmt flöten gegangen. Aber gut, jetzt ist jetzt kein Riese, aber ist ein schöner. Dafür, dass ich hier schon ewig keinen gefangen habe, da ist er. Ja, 45 vielleicht, also ich werde mal messen, mal gucken, da ist er, kleiner, süßer, aber ich staune immer wieder, so jung wie sie sind, so dick sind sie aber auch, ja, ist ein süßer, wa? Ja, ja, gut, hat jetzt lange gedauert, aber wir probieren weiter, ein bisschen Zeit ist ja noch. Und dann sehen wir uns nachher hoffentlich wieder. Jo, das war jetzt erstmal soweit. Da ist bestimmt der Wind, der da piept. Weil das hat doch ein bisschen aufgefrischt, aber es drückt ein Spiel heute. Da sollte vielleicht mit allen noch was funktionieren. Gucken wir mal. Ich war nämlich gerade beim Brille putzen.
als der Schwinger raushängt. Ja, gut, bis nachher, jetzt auch wirklich. Tschüss. Tschü. Nicht, dass er ihn ausgespuckt hat. Hat ein bisschen gedauert, bis ich hier war, weil ich eigentlich um die Zeit noch ja nicht noch eingestellt war. Nein, er zieht wieder. Jetzt rennt er. Jetzt rennt er schön. Das gefällt mir. Sieht sehr gut aus. Zumindest konnte ich vorhin schön Bahn gehen, mir ein paar frische Klamotten anziehen. Kommt bei mir auch selten vor, dass ich das mache. Aber es war doch ganz schön schwitzig die letzte Zeit jetzt hier. Dadurch, weil sie mir die Bäume weggenommen haben, habe ich natürlich ein bisschen die Sonne drauf gehabt den ganzen Tag. Und das ist dann natürlich nicht immer angenehm. Meine Schattenplätze sind also jetzt aktuell ein bisschen verschwunden, aber gut. Tja, wenn ich den ein bisschen deuten sollte, denke ich mal, wird auch wieder ein kleiner Wels sein. Also Aal würde anders ziehen. Aber gut, wir werden es sehen. Oder auch nicht. Aber komischerweise alle in 6 bis 8 Meter Tiefe. Da verstehe ich nicht, warum die so tief stehen und nicht am Ufer, die Wälse. Weil der Weißfisch ist alles am Uferbereich. Jetzt rennt er los, aber richtig. Er macht immer so kurze Momente und dann hört er wieder auf. Ja, jetzt mal los, komm. Aber wie gesagt, das kann eben auch wieder Aal sein, wenn man das nicht weiß. Aale beißen auch aktuell sehr komisch. Aber gut, wir werden sehen. In der Hoffnung, dass er auch hängt. Dafür nehme ich mich ja Zeit, nehme ich mir ja die Zeit. Dann gucken wir nach. Risiko. Aber erst den Unter vom Köcher nass machen. Wieder.
Jetzt ist er noch bei. Ja. Sieht gut aus. Der wehrt sich auch ein bisschen mehr. Scheint wieder ein Wels zu sein. Ein Aal würde sich anders verhalten. In der Ruhe liegt die Kraft. Er sträubt sich. Aufpassen in die Seerose. Ich sehe ihn nicht. Wöller, ein kleiner Wels. Der ist schon ein bisschen größer. So klein ist der ja nicht. Hier ist ein Aal. Aber was für einer. Alter. Leute. Das hat sich angefühlt wie ein Wels. Schön. Das ist nochmal so eine Granate. Ich glaube das ja nicht. Der ist ja noch dicker als der letzte. So, was soll ich sagen? Er ist auch dick, aber ein bisschen kürzer als der letzte. Alter, das ist echt, versteht nicht. Aber gut, ich zeige ihn euch. Ich hoffe, er lässt das mit sich machen. Aber die beißen auch so komisch. Hier ist er. Zeig ihn, da ist er. Also ein richtiges Gerät. Da muss man aufpassen, nicht dass der mich beißt. Weil dann ist gleich Krankenhaus angesagt.
Das ist also, ja, unglaublich. Fantastische Tiere. Aber die beißen komisch, ey. Das ist echt unglaublich, dass die so komisch beißen. Das soll mal einer verstehen. Aber ich zeige ihn gleich nochmal. Warte. Ich nochmal, weil da direkt in der Abpackmatte liegt. So, da ist er nochmal in ganzer Pracht. Schaut ihn euch an. Also wunderschöne Tiere. Und Bierflaschen verdächtig. Guckt euch das an. Also ich bin voll auf zufrieden. Ja, das war der kleine Ausflug ans Wasser zum Aalangeln. Also ich bin ja sehr zufrieden. War zwar schwer. Ich sag mal, viele Stunden ist nichts passiert. Was mich erstaunt hat, ist wirklich, dass nur tagsüber irgendwas gebissen hat. Zwei Aale, ein Wels, zwei super Aale, muss ich sagen. Ein Wels. Ja, ich sag mal so, nicht die Masse, sondern die Qualität macht das, sag ich immer. Ja, war anstrengend, war erholsam, muss man auch sagen. Ja, wie gesagt, jetzt einpacken und dann ab nach Hause. Wann wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, muss ich sehen. Müssen wir gucken. Ich hoffe, ihr seht uns, wir sehen uns dann in Zukunft wieder ein bisschen öfters. Hängt von einigen Sachen ab. Aber das ist das Leben, muss man eben ja, abwarten und beobachten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, um das heute mal so zu sagen. Und ja, wünsche euch weiterhin erfolgreiches Jahr des Angelns. Wie gesagt, immer die Erholung im Vordergrund stellen, immer entspannen beim Angeln ist das Wichtigste. Seele frei machen ist alles stressig genug für jeden von uns. Gut, jetzt sage ich aber wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jupp, tschüss.